Woher weiß ich, dass eine Rezession kommt? Nun, der sicherste Beweis, dass diese Rezession kommt, ist, dass Notenbanker wie Lagarde und Powell sagen, nein, nein, sie erwarten keine Rezession, und das sind die absolut perfekten Kontraindikatoren, auch wenn man natürlich sagen muss, naja, wenn der Notenbanker sagt, eine Rezession kommt, dann ist das eine Art self-fulfilling prophecy, die sich dann sowieso erfüllt, weil alle dann eben sehen, okay, die Rezession kommt, dementsprechend verhalten sie sich und dann kommt diese Rezession auch. Also sehen wir derzeit ein Schönreden der wirtschaftlichen Lage durch die Notenbanken, vor allem durch die Fed, damit sie überhaupt die Zinsen noch anheben können in diesem Umfeld. Das wollen sie jetzt möglichst schnell tun, um dann bei Einsetzen der Rezession die Zinsen wieder senken zu können. Was aber bedeutet das für uns, also für diejenigen, die an den Märkten aktiv sind, ob als Investoren oder als Trader? Das will ich in diesem Video mal ein bisschen zeigen. Ja, also alles deutet darauf hin, dass jetzt die Rezession schon sehr, sehr nah vor der Tür steht. Hier sehen wir mal die verschiedenen regionalen Einkaufsmanager-Indizes. Richmond Fed, Empire State Index aus New York, Philadelphia Fed, Dallas, Kansas City Fed. Hier sehen wir alle, die stürzen schon deutlich ab, und das wird bedeuten, dass der ISM-Index, auf den die Märkte besonders gucken, vor allem auf den ISM-Index Manufacturing, also aus dem Gewerbebereich, dass der wohl sehr bald unter die 50er-Marke fallen wird und damit sozusagen eine Schrumpfung signalisiert. Und wir haben heute schon gesehen, nochmal eine weitere Abwärtsrevision des ersten Quartals in den USA auf jetzt minus 1,6%. Statt vorher nur 1,5%. Ursprünglich bei der ersten Veröffentlichung wurde 1,4% minus vermeldet. Wir sehen aber vor allem, dass Personal Consumption jetzt runtergeschraubt wurde auf nur noch plus 1,8% von vorher 3,1%. Also der persönliche Konsum, der ist maßgeblich hier nach unten genommen worden. Und eines fällt auf, wenn wir schon mal bei diesem Ansatz sind, was kann man tun, was dürfte passieren, dass wir jetzt an einer entscheidenden Marke sind, etwa bei der 10-jährigen US-Staatsanleihenrendite. Diese entscheidende Marke ist 3,1%, denn die definiert eine Trendlinie. Die Renditen, die Zinsen sind ja massiv gestiegen, zuletzt auf eben diese US-Staatsanleihen vor allem, aber weltweit könnte man sagen, auch in Deutschland, in Italien, überall gab es diese steigenden Anleiherenditen. Das könnte jetzt aber erstmal vorbei sein. Grundsätzlich ist es so, dass die Märkte sehr stark reagieren bis zum Eintritt einer Rezession, und dann machen sie das Gegenteil dessen, was man erwarten würde, wenn die Rezession da ist. Dazu gleich mehr, meine Damen und Herren, aber wir haben natürlich hier zunächst mal nochmal etwas über die Kontraindikatoren zu sagen, so etwa Frau Lagarde, die jetzt gesagt hat, ist es unwahrscheinlich, dass wir in eine Phase kommen mit niedriger Inflation. Ups, das hat sich vor kurzem noch ein bisschen anders angehört. Da war Inflation transitory. Da hat sie gesagt, nein, wir werden auf keinen Fall 2022 die Zinsen anheben. Ja, das ist schlecht gealtert, diese Aussagen. Oder die sind schlecht gealtert, könnte man sagen. Und dann hat Lagarde auch gesagt, heute in Sintra bei dieser EZB-Konferenz, ja, also die EZB sei nicht alleine in der Fehleinschätzung in Sachen Inflation. Das heißt nichts anderes, wie Wall Street Silver hier zeigt, dass die Lagarde damit meint, sie wären nicht die dümmste aller Notenbanken, weil die anderen sind genauso inkompetent. Das ist die wirklich gute Übersetzung dieser Aussage von Madame Inflation Lagarde. Und unten sehen wir Jerome Powell, der sich dann aufgrund der Inflation sehr schnell verändert hat, stark zugenommen hat aus Sorge vor dieser Inflation. Nein, das ist der ehemalige mexikanische Notenbankchef, der jetzt Chef der BIS ist, der Notenbank der Notenbanken, könnte man sagen. Jetzt hat heute sich Powell auch in Sintra geäußert, in Portugal, und hat gesagt, ja, dieser Prozess, diese Inflation zu bekämpfen, eben durch Zinsanhebungen und durch Bilanzreduzierung, das tut den Märkten ja durchaus weh. Das würde sehr schmerzhaft sein können, oder das kann Schmerzen verursachen, sagte er, aber es würde noch mehr Schmerzen verursachen, wenn eben wir erlauben würden, dass diese Inflation dauerhaft wäre, also wirklich langfristig der Fall wäre, denn das erodiert natürlich, und da hat er recht, der gute Jerome, das erodiert natürlich das Vertrauen in das Geldsystem, und das ist dann der Worst Case für Papiergeld, für Fiat-Geld, das also nur durch ein Versprechen des Staates letztendlich gedeckt ist.
Und Paul, im Gegensatz zu Madame Lagarde Inflation, hat er gesagt, wir verstehen jetzt besser, wie wenig wir von der Inflation verstehen. Immerhin ein Ansatz einer Selbstkritik. Das ist bei der völlig ahnungsfreien Madame Lagarde leider nicht zu erwarten, solche kritischen Aussagen. Paul etwa hat gesagt, ja, wenn man mich jetzt fragen würde, auf die Frage der Moderatorin, wenn man mich fragen würde, wenn die Politik mich fragen würde, was sollte man jetzt tun, würde ich sagen, ich habe da keinen Rat zu geben. Während Lagarde sagte, ja, also dann würde ich, wenn ich gefragt werde, würde ich meinen Rat geben. Also die maßt sich das an und ist selber die mit Abstand unbeleckteste von allen. Was passiert mit dieser Inflation? Das ist ja für die Märkte wichtig. Hier ein Analysehaus erwartet, dass die sehr hoch bleiben wird, also eine Art Hochplateau bilden wird zwischen 8,5 und etwa 10,8% im Rest des Jahres 2022. Das ist eine Analyse für die USA, während in Europa Andreas Steno Larsen sich wundert, indem er sagt, die Inflation in der Eurozone ist fast jetzt bei 10% durchschnittlich und die EZB kümmert sich überhaupt nicht um diese Inflation, sondern vor allem um die Spreads zwischen der deutschen und der 10-jährigen italienischen Staatsanleihe. Man kann es fast nicht fassen, so sagt Steno Larsen. Aber heute kamen vermeintlich überraschende Daten aus Deutschland, denn wir haben gesehen, dass die sogenannte Harmonized Inflation gesunken ist im Vergleich zum Vormonat jetzt im Juni. Das ist der erste Rückgang der Inflation im Vergleich zum Vormonat seit dem Jahr 2020. Gab es schon also länger nicht mehr. Dagegen sehen wir in Spanien etwa die Inflation heute höher als erwartet reingekommen mit 10,2%. Und Spanien ist immerhin die viertgrößte Wirtschaft der Eurozone. Also da in Deutschland ein Wunder geschehen scheinbar, denn die Lebensmittelpreise sind 12,7% gestiegen. Aber da gab es einen bestimmten Effekt, nämlich den Tankrabatt, also die geringere Besteuerung auf fossile Kraftstoffe an der Tankstelle, das war das eine. Dann hat auch das 9-Euro-Ticket eine durchaus wichtige Rolle gespielt. Also das waren absolute Sonderfaktoren, die nicht dauerhaft sein dürften, die deutsche Inflation hier so ein bisschen nach unten gebracht haben. Ja, und Inflation heißt in der Regel, wenn sie ein bestimmtes Niveau überschritten hat, man könnte so sagen, als Faustregel 5% ist so die Latte, wenn da die Inflation lange drüber ist, viele, viele Monate drüber ist, was derzeit ja der Fall ist, dann kommt es eigentlich immer zu einer Rezession. Das zeigt im Mindesten die Geschichte. Aber, und das ist wohl auch ein wahrer Satz hier, Rob Arnett von Research Affiliates sagt auch, also Rezessionen sind fast immer eine Folge auch der Notenbankenpolitik. Und ja, das ist ja jetzt schlichtweg so, dass eben die Notenbanken mit ihrer massiven Gelddruckerei den Geist aus der Flasche haben entweichen lassen. Jetzt versuchen sie diesen Geist wieder in die Flasche zurückzudrücken und dabei geht eben die Flasche kaputt, mithin also die Wirtschaft kaputt. Denn jetzt musst du mit einer sehr restriktiven Geldpolitik gegen diese Inflation ankämpfen und das zerstört letztendlich die Wirtschaft. Also letztendlich könnte man sagen, dass uns die Notenbanken diese Rezession beschert haben auf Kosten eines Sugar Rushes. Im Grunde geht das ja alles so seit der Finanzkrise so, dass man immer Schmerzen versucht zu verdecken und dann zu sagen, okay, dann drücken wir diesen Schmerz zu. Man doktert also einmal an den Symptomen, verabreichte Schmerzmittel, Betäubungsmittel, ohne an die Ursache des eigentlichen Problems zu gehen. Hier sehen wir mal jetzt eine Einschätzung von Morgan Stanley. Die haben heute mal 26 Aktien abgestuft und ihre Kursziele für diese Aktien runtergenommen. Warum? Weil man sagt eben, das Environment, das ökonomische Umfeld hat sich deutlich verschlechtert. Darauf werden wir reagieren. Man hat seine Rezessionswahrscheinlichkeit deutlich nach oben genommen und schauen wir uns mal die Aktien an, die abgestuft wurden. Eine Alphabet, eine Amazon, eine Meta Platforms, Netflix, Snap, Uber ist dabei, Spotify ist dabei, also sehr, sehr viel Tech-Unternehmen und jetzt könnte man ja eigentlich vielleicht sogar denken, okay, wenn jetzt die Rezession kommt, dann sind vielleicht solche Tech-Konzerne, die wenig durch massive Kostensteigerungen belastet sind, die eben weniger diese Rohstoffthematik haben als andere, dass die vielleicht besser aus dieser Geschichte rauskommen. Aber JP Morgan sieht das überraschenderweise ein bisschen anders. Ob
JP Morgan da recht hat, weiß ich nicht. Das wird jetzt sich eben noch zeigen. Aber ein Punkt, warum wahrscheinlich es mit der Inflation nicht mehr wirklich deutlich weiter nach oben geht, das sind die sogenannten Inventories, also die Lagerhaltung. Hier haben wir mal die Inventory Levels im Großhandel wie auch im Einzelhandel. Wir sehen, wie stark hier diese Lagerhaltung gestiegen ist. Und wenn die Lager voll sind, dann müssen die irgendwann geleert werden. Das heißt, die Unternehmen müssen dann ihre Waren auch auf den Markt bringen, müssen sie verkaufen, weil irgendwann sind die Lager schlichtweg zu voll. So hat etwa heute die amerikanische Bed Bath & Beyond gesagt, dass wir werden alles tun, um jetzt möglichst schnell unsere Lager zu leeren. Das heißt im Subtext, wir werden massiv die Preise senken, denn das ist ja immer, das kennen Sie aus dem Räumungsverkauf, wenn alles raus muss, dann wird es in der Regel günstiger. Ähnlich hat sich ja schon Target geäußert, der amerikanische Einzelhandelskonzerne, andere Unternehmen auch. Also das ist das, was kommen wird. Wir werden jetzt Preissenkungen sehen, eben durch diesen Lagerabverkauf, der da der Fall sein wird. Das ist schon mal auf jeden Fall etwas, was dann die Preise durchaus dämpfen, wenn nicht sogar fallen lassen sollte. Was heißt das für Aktien insgesamt, wenn sich jetzt eben durch diese verschärfte Geldpolitik der Notenbanken wie etwa der Fed die sogenannten Financial Conditions straffen, dann ist es in der Regel so, dass die Unternehmen mehr Anreize bieten müssen, um die Investoren für das eingegangene Risiko, wenn sie die Aktien kaufen, zu entschädigen. Und das heißt im Klartext, die Unternehmen müssten eigentlich die Dividenden anheben, denn wir haben jetzt ein ziemliches Mismatch, einen ziemlichen Kontrast zwischen auf der einen Seite der sehr stark gestiegenen Renditeentwicklung bei US-Staatsanleihen, die 10-jährige ja über 3%, während die Dividendenrendite in etwa so bei 1,4% rumkrebst. Also da muss man schon vielleicht mehr bieten. Da müssten die Unternehmen sich sozusagen sexier machen für die Investoren, damit die dann sagen, okay, kauf ich. Auf der anderen Seite haben wir extreme Volatilität jetzt gesehen. Und hier sehen wir Sentiment Trader ziemlich optimistisch und bullisch schon seit langer Zeit. War nicht die allerbeste Idee, aber zumindest mit interessanten Statistiken. Immer hier zeigt man, dass jetzt die Volatilität seit den letzten 5 Wochen mit zu den höchsten gehört seit dem Jahr 1928. Hier sehen wir mal die Wochen jetzt, die letzten 5 Wochen, wo es Preisbewegungen und Veränderungen des S&P 500 gegeben hat von mehr als plus 5% oder mehr als minus 5%. Letzte Woche waren wir ja über plus 6%. Dass das eigentlich ein gutes Zeichen sei, dass dann praktisch das Sentiment so negativ wird, sodass wir dann bald ein Ende des Bärenmarktes sehen. Aber das Ende des Bärenmarktes sehen wir dann, wenn die Fed umsteuert oder die anderen Notenbanken und sagen, okay, wir werden doch nicht die Zinsen so stark anheben, weil wir sehen, dass durch die kommende Rezession, durch die massive Abkühlung der Wirtschaft, dann eben auch die Nachfrage geringer wird. Und wenn die Nachfrage geringer wird, müssen die Notenbanken die Zinsen nicht so stark anheben. Insgesamt, und das finde ich eine sehr interessante Bemerkung von Daniel Eckert von der Welt, der sagt, die Stimmung an der Börse ist derzeit sehr interessant. Da treffen FOMOs auf Folitas, Leute, die Angst haben, etwas zu verpassen, also FOMO, Fear of Missing Out. Und die treffen auf Menschen, die Angst haben, alles zu verlieren. Fear of losing it all. Und das ist vielleicht das, was derzeit an den Märkten läuft. Und der Fear of losing it all, da ist automatisch die Kryptogemeinschaft angesprochen. Die Glaubensgemeinschaft Krypto, Crypto Hedge Fund 3 Arrow Capital. Der musste jetzt offenkundig, ist angewiesen worden, Positionen zu liquidieren im Kryptobereich. Also wir sehen, das geht da schon ziemlich zur Sache und das kann natürlich dann auch Strahleffekte auf andere Märkte haben, weil oft sind solche Player am Markt dann vielleicht auch in anderen Assets investiert und wenn der Margin Call kommt, dann muss vielleicht auch das eine oder andere Asset etwa aus dem Aktienbereich gekillt werden, liquidiert werden, glattgestellt werden. Und so zumindest ist zu vermuten. Jetzt ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass mein 23,6 bester Freund Elon Musk derzeit gar nicht mehr twittert. Kein gutes Zeichen, wenn Sie mich fragen. Je besser es dem Elon geht und je sicherer er ist, je selbstsicherer er ist, umso höher die Tweet-Anzahl. Plötzlich sind wir abgestürzt auf null. Und nicht nur, dass er gesagt hat, dass seine Fabrik in Austin und Berlin oder bei Berlin Grünheide, dass die sich nicht so richtig gut entwickeln, dass die Milliardenverluste produzieren, sondern jetzt hat er auch eine heilige Kuh geschlachtet, könnte man sagen.
Er hat nämlich nicht nur Leute aus der Produktion entlassen, das sollte ja angeblich nicht der Fall sein, als verkündet wurde, man werde 10% der Tesla-Belegschaft entlassen. Alles dann Verwaltungsangestellte hat man dann später nachgeschoben. Die Glaubensgemeinschaft Tesla hat sich darauf gestürzt und siehst du, nur Verwaltung und so weiter und so fort. Aber jetzt trifft es eben Autopilot Workers, also die heilige Kuh schlechthin, also nicht nur diejenigen, die in der Produktion sind, sondern auch diese Geschichte mit dem Autopilot. Das ist ja das, was Leute wie Cathy Wood so ungemein beeindruckend finden und weswegen sie sagen, ja, Tesla ist ja viel mehr wert als das, was derzeit am Markt an Marktkapitalisierung derzeit vorhanden ist. Und wenn wir schon von meiner zweitbesten Freundin sprechen, nämlich der guten Cathy, die hat zugegeben in einem Interview bei CNBC, dass sie das mit der Inflation irgendwie doch falsch eingeschätzt habe. Aber sie werde trotzdem nichts ändern an ihrem Investmentstil. Das sei jetzt das Wichtigste. Das ist gut. Also wenn du von der falschen Prämisse ausgehst, gell, dann musst du einfach weiter so tun, als sei deine Prämisse für deine Investitionen richtig, gell? Weil erst dann kriegst du richtig auf die Mütze. Das ist ein logischer Gedanke, ist mir dann erst bei zweitem Hinsehen dann klar geworden, dass die Cathy da über immense Weisheit verfügt. Jetzt sehen wir, dass die Inflationserwartungen schon fallen. Unterer Tweet hier von Peter Gardner von der Saxo Banken. Und er sagt, das Problem ist aber, dass die Inflationserwartungen nicht fallen würden, weil jetzt wirklich die Leute von einer strukturellen Änderung dieses Inflationsgeschehens ausgehen würden, sondern weil sie eine Rezession erwarten und das sei nicht gut für die Aktienmärkte. Also Peter Gandry. Aber wie schaut es denn aus für die Rohstoffe? Da hatte ich kürzlich schon mal diese Grafik gezeigt. Wir sehen, dass vor einer Rezession, wenn die Märkte verstehen, okay, da kommt eine Rezession, die Rohstoffe fallen. Genau das haben wir jetzt gesehen. Wir haben Metalle wie Kupfer fallen sehen, wir sehen Agrarrohstoffe fallen wie Weizen. Und jetzt dürfte es aber so sein, wenn die Geschichte uns nicht belügt, dass dann in eine Rezession hinein dann die Rohstoffe wieder beginnen zu steigen. Das könnte diesmal besonders gelten, weil Rohstoffe dürften aus meiner Sicht ein knappes Gut erstens bleiben durch die geopolitischen Verspannungen, die wir derzeit erleben. Und zweitens ist es eben so, und das ist ein wichtiger Zusammenhang auch für die Aktienmärkte, die Notenbanken erkennen, dass sie die Zinsen nicht so stark anheben können. Dadurch entsteht eine gewisse Lockerung der Financial Conditions. Das kommt dann auch wieder den Rohstoffen etwa zugute. Und so sehen wir, dass dann eben die Märkte auch im Rohstoffbereich wieder zu steigen beginnen. Das dürfte auch bei den Aktienmärkten der Fall sein, weil man schlichtweg nach dem Prinzip handelt, buy the rumor, sell the fact, nur andersrum, sell the rumor, nämlich das Rezessionsgerücht. Und wenn dann die Rezession da ist, dann kaufst du die Tatsache gewissermaßen, dann kaufst du also das, was du vorher verkauft hast, weil viel schlimmer kann es dann nicht mehr kommen. Vielleicht so auch die Logik. Was habe ich noch für Sie, meine Damen und Herren? Für die Freunde Russlands, auch da tut das weh, was derzeit passiert. Also nicht nur wir haben hier richtige Themen, sondern die Russen auch. Wir sehen etwa Retail Sales, also Einzelhandelsumsätze in Russland, minus 10,1% zum Mai des Vorjahresmonats oder zum Vorjahresmonat Mai. Also das haut rein und wir sehen auch, dass die Löhne in Russland gefallen sind um 7,2% und die Russen haben ja auch eine nicht unerhebliche Inflation, also sind die Löhne sozusagen per se schon gefallen und wenn man das inflationsbereinigt dann nochmal berechnen würde, dann ist da schon sehr, sehr viel an Wohlstand vernichtet worden. Die Russen ja ohnehin vergleichsweise eine mickrige Volkswirtschaft, etwa ein Drittel des BIPs Deutschlands bei fast doppelt so vielen Einwohnern, sodass ein durchschnittlicher Russ etwa 10.000 Dollar pro Kopf produzierte pro Jahr. Das ist etwas weniger als ein Viertel als das, was in Deutschland derzeit der Fall ist. Also auch die Russen haben Probleme. Wir haben sowieso Probleme, brauchen wir gar nicht drehen. Hier jetzt Strompreise auf einem neuen Allzeithoch heute, nämlich bei den Germany One-Year Forward Power Contracts, also das, was am Future-Markt gehandelt wird. Wir hatten mal eine kurze Phase 2020 in der Corona-Krise, da war das auch ähnlich hoch, aber jetzt haben wir es wahrscheinlich etwas dauerhafter. Und jetzt ist die Frage, wie lange wird das Gas reichen? Wenn uns Putin das Gas abdrehen sollte am 11. Juli, ja, Wartungsarbeiten an Nord Stream 1, dann die Sorge, drehen die Russen den Hahn wieder auf oder nicht? Und dann könnten wir zu einer Gastriage kommen, wo also überlegt wird, naja,
Wer kriegt denn jetzt noch Gas zu mehr, zumal Deutschland ja verpflichtet ist, wir haben große Gasspeicher, dann dieses Gas an europäische Länder abzugeben? Das ist vertraglich geregelt, das gehört zu den gesamten EU-Verträgen. Also das wird eine lustige Geschichte, dann müssten wir vielleicht BASF abdrehen, da würden Tausende von Jobs entfallen, damit irgendwo vielleicht in Österreich oder in Polen Leute, Konsumenten weiter heizen können. Das ist also der Punkt. Das ist die Grafik, die ich eigentlich zeigen wollte. Ich bin schon völlig durcheinander, gell? Hier sieht man, dass die Rohstoffe, wenn Sie das mal schauen, in die Rezession hinein steigen. Dann habe ich wahrscheinlich vorhin die falsche Grafik besprochen. Ja, Sie sehen, es ist ein bisschen heiß, selbst hier in Hamburg. Und da ist der Kopf ein bisschen verwirrt, gell? Aber jetzt noch, um das Ganze abzurunden, eine Empfehlung. Kupfer, Gold, Junkbonds, Rezession, Zinsen und Aktienmärkte. Da versuche ich mal in einem kurzen Artikel, das garniert ist mit einem angelsächsischen Video, zu zeigen, was eigentlich da vielleicht auf uns zukommt, was da der Fall ist. Hier nochmal der Hinweis dann auch auf die 10-jährige Anleihe. Rendite, dann hier dieser Artikel, auch Gas reicht nur für 30 Tage. Experten, die darüber diskutieren, was das alles bedeuten wird und dass die Gaspreise wohl für uns, für die Endverbraucher, dann massiv teurer werden im zweiten Halbjahr. Das hat Hannes Zipfel in einem Artikel gezeigt, also drei Empfehlungen für die Artikel. Wenn Sie nachschauen wollen, zunächst mal, oder wenn Sie sich für diese ganze Thematik interessieren, dann sind Sie morgen richtig, Donnerstag 19 Uhr, Energieernährung, wie unsicher ist Deutschland, mit meinem Freund Dirk Hartenfeld als Studiogast, ein absoluter Kenner dieser Materie, vor allem im Bereich Landwirtschaft, der die Zusammenhänge super erkennt, der die Widersprüche zwischen Theorie und Praxis mal erklären kann, morgen 19 Uhr. Ich packe Ihnen schon mal den Live-Link unter das Video, machen Sie dann in Ihrem Browser schon mal rein, damit Sie das morgen um 19 Uhr nicht verpassen. Und abschließend der Hinweis auf Twitter. Die meisten Grafiken, die Sie hier sehen, habe ich auf Twitter bei uns bei @finanzmarktwelt reingestellt. Also wenn Sie das nachschauen wollen, sind Sie da richtig. Also drei Empfehlungen, Twitter plus morgen, Boom und Bust, that's it von meiner Seite. Ich sage Servus und Ciao.